Hallo, ja, Sie sind hier wieder zurück auf unserer kleinen Baustelle und ich muss ganz, ganz dringend was essen. Ach, wir essen einfach mal kurz dieses vergammelte Fleisch hier. Komm, weg damit. Das brauchen wir eh nicht. Und da sehen wir es, wir sind ja vergiftet, aber es regeneriert dann doch schon mehr als unsere Melonen, ne? Ja, diese Melonenscheiben sind echt der Wahnsinn. Wow, hey. Immer so eins. Naja, egal. Hauptsache erstmal, die Gesundheit ist wieder voll oder naja, fast. Ach, da sehen wir es, ja, das ist diese Anzeige, das müsste gleich wieder weg sein. Also 10 Sekunden knapp noch, ab jetzt. Dann ist alles wieder in Ordnung. Alles in Buddha. Und die Säule wollte ich ja raushauen, genau. Die muss weg. Die Säule muss weg. Die Säule muss weg. Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Wie machen, wenn nicht können? Oder wenn wir nicht wollen? Keine Ahnung. Ja, das bleibt auf jeden Fall. Das hier draußen muss ich noch ändern, das muss aus normalem Stein werden. Ich habe aber, glaube ich, nur noch da unten. Nicht wegwerfen, komm hier. Los. Da unten habe ich jetzt noch normalen Stein gebrannt. Jetzt muss ich auch mal gucken. Ich brauche unbedingt das Glas. Wo ist dieser schöne Sand geblieben? Ja, gerade noch gerettet hier. Ich muss da mehr darauf achten, auf meine Wortwahl, glaube ich. So, komm. Ach so, ich nehme mal kurz die Melonen mit. Ich habe gerade nicht mehr so viel zu futtern. Die können mal herkommen. Ah, sehr schön. Mal gucken, wir haben jetzt 7 Stück. Mal gucken, wie viel wir dann gleich haben. Könnt ihr es ja auch ausrechnen, rein theoretisch. Oh, 33, sehr schön. So, jetzt muss ich noch durch die Tür passen. Dann wäre auch alles wunderschön. Ja, genau, hier ein paar Steinchen. Das reicht wieder eine Weile. Dann können wir das da draußen schön noch verkleiden, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. So. Obwohl, eine Spitzhacke brauche ich noch. Genau, die hier. So. Und dann kann ich das Eisen erstmal wieder wegpacken. Da haben wir Glasscheiben. Oh, sehr schön. Die nehme ich gleich mal mit. Was kann ich denn hier wegpacken? Kies brauche ich nicht. Noch irgendwas anderes, was ich jetzt nicht brauche im Moment. Nee. Ah, schwere Sache, schwere Entscheidung. Eigentlich brauche ich davon alles. Zum Beispiel brauche ich auch noch ein bisschen Kohle. Ah, nur so ein bisschen. Ja, und jetzt müssen wir vorsichtig und ganz vorsichtig, also so richtig Profi-Attentäter-mäßig müssen wir uns jetzt hier von A nach B durchschlagen. Die Machete in der Hand, ah, den Schweiß im Nacken. Geht es dann hier auf? Ich spüre schon den Atem des Gegners hinter mir. Aber, nein, ah, ich könnte, also schön, was wenn ich jetzt so eine Rolle machen könnte, würde ich jetzt von Baum zu Baum so rollen so und mich immer hinter verstecken und so. Wo ist er? Aber, naja, geht halt leider nicht. Also muss ich so nur ein bisschen das klein wenig audiokommentatorisch aufwerten, aber geht. So, hier unten? Hühner? Hühner? Ja, da sind die Hühner. Da sind sie endlich wieder da. Und ich habe jetzt eben was in der Monsterfalle gehört. Weshalb ich da mal kurz hier so lang tapere. Ach ja, hier ist der Eingang. Sehr schön. Ja, was haben wir denn hier drinnen? Ist Licht da irgendwas? Nee. Aber ich habe doch da oben Spinnen gehört und ich glaube, das ein oder andere Skelett. Also die Sache ist, die Monsterfalle bräuchten wir jetzt eigentlich doch schon ein bisschen mehr. In der Form, dass wir da mehr Spinnen irgendwie züchten. Um halt dann auf irgendwie eine andere Art und Weise halt Fäden zu, also ja, Wolle herstellen zu können, damit wir halt die Fäden dann haben, ne? Da die Schafe ja noch so ein bisschen widerspenstig sind. Aber es kommt irgendwie nicht alles nach unten, was da oben stirbt. Schade. Auf jeden Fall planscht da irgendwas rum. Ist aber zu geizig, um uns irgendwas zu geben. Naja, egal. Schauen wir mal, was die Schafe machen. Warum kann ich eigentlich hieraus keine Wolle machen, ne? So die Fasern auseinanderruppen und daraus irgendwie so ein Wollblock. Naja, egal. Ich glaube, darüber zu diskutieren lohnt sich nicht wirklich. So, genau, das Weizenfeld da hinten gedeiht. Boah, sehr schön. Und hier, ja, Schafe nach wie vor, keine Wolle. Das wird sich auch nicht ändern, bis da irgendwann dann doch mal der Patch rauskommt. Und ja, stimmt, ich brauchte ja rote Blumen, um noch Wolle zu färben. Schön, dass hier noch welche sind. Ja, das reicht doch schon mal. Ich glaube es zumindest. Kuno, unser kleiner, treuer Gefährte. Hallo Kuno, ich glaube, dich nehme ich mal mit zu der anderen Baustelle. Du sitzt mir hier sonst zu einsam zu lange rum. Nachher kriegst du noch komische Ideen. Okay, was soll ich machen? Ja, stimmt, ich wollte was verzaubern. Ja, ein bisschen Funkel, Funkel. Und zwar machen wir mal die hier. Die ist ganz frisch. Genau, 8. Schade ist nur, dass man halt das nur mit einem verzaubern kann. Ne? Also nur ein einziges Mal. Ich nehme dann aber von jedem mal eins. 5, ja, was auch immer. Effizienz davon, genau.
Und dann nehme ich einfach nochmal die hier. Jetzt habe ich nur 3 gemacht, ne? Haltbarkeit. Ah, verdammt, Axt. Ich guck mal kurz, wenn ich die hier mache, was da denn passiert. Ach, das kann man nicht. Das wäre schade, so nach dem Motto, Bonusfähigkeit, Schafe geben 7-mal so viel Wolle wie normal. Boah, das wäre so geil, oder? Ach, ja. Aber natürlich gibt es nur die doofen Zaubersprüche wie Haltbarkeit. Puh, braucht doch kein Schwein. Ja, ich glaube, ich muss mal irgendwann wieder hier die Kühe züchten, ne? Und so ein paar von über den Jordan schicken. Ja, wo jetzt eigentlich genug Essen haben wir. Ich guck mal kurz nach unten. Nach den Hühnern, was da denn ist. So. Na, ihr Hühner, was macht ihr denn hier? Nur ein paar Eier gelegt. Ja gut, die waren ja rein theoretisch auch weg. Ne, also deshalb können jetzt hier nicht unendlich viele Hühner liegen. So, irgendwas brauchte ich noch. Für da oben, was brauche ich denn da noch? Weiß es noch einer, was ich hier wollte? Eigentlich wollte ich ja nur Sachen verzaubern, oder? Haben wir noch ein bisschen Holz hier drinne? Nee, natürlich nichts Vernünftiges. Ich wollte Lava eigentlich noch holen, ne? Oh ja, dann mache ich das mal. Ich weiß gar nicht, konnte ich auch einen unendlichen Lava-Spot machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, bei Lava ging das... Wir können es mal ausprobieren. Wir machen das auf jeden Fall mal. Ach nee, ich wollte Steine wegpacken, genau. Hier so ein paar Pflastersteine zumindest, dass ich ein bisschen Platz habe. Und dann nehme ich mir einfach mal 2 Eimer mit und mache da Lava rein. Hier unten müssten wir eigentlich Lava haben. Ich weiß gar nicht, hatten wir hier Lava? Doch, ich glaube schon. Hier auf dieser Zwischenetage, wo wir dann von hier oben mit Pfeil und Bogen Creepy McCreep grandios erledigt haben. Also dieses grandios muss ich gerade vorstellen, wie so meine Faust gegen Himmel streckt, also so Strike-mäßig nach oben, so wow, ja, juhu, super Kriegermäßig. Mhm. Ja, okay, hier haben wir Lava, sehr schön. Okay, so, genau, und, was haben wir hier? Ja, es wird aber... Ja, ist jetzt die Sache, ob man das da wieder rausnehmen kann. Ich packe das mal vorsichtshalber an eine sichere Stelle. Nicht, dass ich da gleich irgendwas mit anzünde. Also es fließt dann. Also Lava scheint nicht unendlich. Ich muss sagen, mit Lava habe ich nie großartig viel gemacht. Außer halt wirklich ab und zu mal so einen Lava-Punkt gesetzt. So, oder ein Pünktchen, ein kleines Lava-Quellchen... Bringt viel Licht und sieht halt auch cool aus, muss man echt sagen. Will noch mal legen. Wie machst du das? Schwierig, schwierig. Denn ich würde da wirklich gerne wie so eine Art Kessel das da draußen halten. Ja, ja, macht ihr mal. Und es ist finsterste Nacht, das heißt, wir müssen schleunigst... Ah, da fällt mir gerade ein, ich kann auch gucken, ob wir noch Federn unten haben, dass wir Pfeile herstellen können. Das wäre nochmal wichtig zu wissen, aber ich glaube, da haben wir nichts mehr. Das haben wir das letzte Mal, denke ich, alles verbraucht. Also hier ist zumindest nichts. Hier sind nur unsere ganzen supergeilen, wertvollen Sachen, die Bling-Bling-Dinger. So, beim Monsterzeug ist es auch nicht, nee. Mist, verdammter. Aber ich mache nochmal ein paar... Wollblöcke, wenn ich das hier gerade sehe. Brauchen wir eh nicht aus irgendwas. So, hier, komm her. Die ist dann wieder weg. Genau. Und wie viel haben wir? 6 Stück. Naja, bringt uns schon mal wieder ein bisschen voran. Ich glaube, hier war aber nichts Blumenmäßiges, ne? Ich glaube, das hatten wir alles schon mit weggenommen. Dann brauche ich... Habe ich Knochen drüben? Ich weiß es gar nicht. Ah, ich nehme mal... Ach, ich habe gar keinen Platz mehr. Ei, ja nee, dann muss das erstmal warten. Wir müssen erstmal gucken, wie wir das dann gestalten. So, alles in Ordnung hier? Oder ist hier irgendwer, der hier nicht sein darf? Nee, ist hier niemand Unerwünschtes? Nö, anscheinend nicht. Okay, Kuno, du kommst mit. Hier, komm, treuer Gefährte. Wir reisen jetzt zurück in unser... Ja, fein, ich weiß, du freust dich wieder mal einen Ausflug, ne? Lang, lang ist's her. Oh, hier hat ein Zombie das Zeitliche gesegnet. Ich hoffe, hier ist nicht noch mehr garstiges Darum ist immer noch dieses Schaf. Das ist, ich weiß nicht, seit wie vielen Folgen es da oben rumgammelt. Aber auf jeden Fall schon eine ganze Weile. So, Kuno hatte, glaube ich, die Witterung aufgenommen. Wohl so ein Creeper, den entdeckt er ja auch nicht, den greift er ja auch nicht an. Wäre auch Selbstmord so ein bisschen. So, aber hier sieht es gut aus. Kuno, du bist auch glücklich und zufrieden? Du hast nichts entdeckt? Sehr schön. Ah, das gefällt mir. Das beruhigt mich so ein klein wenig. Und jetzt mal gucken. Ja, 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 ist schon alles in Ordnung, mein Freund. Ist schon alles gut. Wo ist er denn?
Ach, er hängt hier. Kuno, komm mal her. Ja, er schüttelt schön das Fell trocken. Sehr gut. Komm mal her, ja, feiner Kuno. So, genau, du passt hier neben dem Bettchen auf. Ach, das hatte ich ja. Hier, das kann man noch weg. Ach nee, ich habe, glaube ich, ehrlich genug Platz dafür. Moment. So, packe ich mal kurz die Wolle beiseite. 10 Stück ist auch gar nicht so schlecht. Ach, da oben ist auch noch Knochenmehl, schön. Oh, und hier haben wir noch Fäden, sehe ich gerade. Das ist doch gut. Ja, wenn ich den einen von drüben jetzt noch mitgenommen hätte, hätten wir natürlich 2 Wollblöcke noch machen können. Ich sag mal, das ist jetzt nicht so tragisch. Dieser eine Wollblock, der hat's jetzt nicht wirklich gerissen, ne? Wir müssen mal kurz ein bisschen Platz schaffen. Ich packe mal kurz ein paar Sachen weg, dass ich das dann alles in Ruhe hier färben kann. Okay, rote Farbe und dann machen wir orangene Farbe draus. Und dann orangene Wolle. Juhu! Ach, verdammt, ich hätte auch vielleicht die andere Wolle mitnehmen müssen. Ich gerade schon am gucken so, hä, was? Warum habe ich nur eine orangene Wolle? Verdammte Axt. Aber nee, es war mein Fehler. Ich habe da wieder mal ein bisschen geschludert. Und es war nicht genug Färbemittel. Das ist natürlich unschön. Dann muss ich noch ein bisschen düngen. Was hechelst du denn so, Kuno? Alles in Ordnung? Das hört sich aber nicht gesund an, du. Muss man mal aufpassen auf dich hier, ne? Nicht, dass du dir da irgendwas weggeholt hast, als du da so lange draußen gesessen hast. Ja, geht ja schnell, ne? Bei dem Wetter hier, wenn es dann gerade regnet und alles. Uiuiuiui, da müssen wir aufpassen, ne, mein Freund? Das wäre nicht gut. Wenn du dich da erkältet hättest, uiuiui. Da müssen wir noch zum Tierarzt mit dir und sowas. Tja, wir haben mächtig viel Glück gehabt. Keine einzige rote Blume dabei. Klasse. Mensch, da kommt doch Freude auf. Wir haben hier hinten vielleicht das Glück, dass hier vielleicht noch eine rote Blume ist, die wir noch nicht weggemopselt haben. Wir können eigentlich nur hoffen. So, hier war ja alles unterhöhlt irgendwie. Nee, hier sind mal gar keine Blumen. Hier noch irgendwas. Hier haben wir noch nie so richtig geguckt, ne? Jetzt sind wir eigentlich nur mal so lang gestolpert, mehr oder weniger. Aber so richtig nachgeschaut, was hier so ist, haben wir noch nicht. Ich höre schon wieder irgendeinen Zombie grummeln. Oh, naja, gut, okay. Die grummeln eigentlich immer rum. Ist auch klar, so als Untoter, der vor sich hin verwest und so ein bisschen stinkt. Das ist schon nicht so toll, ne? Also wäre ich, glaube ich, auch so ein bisschen grumpy drauf. Oh, hier kurz in die Höhle schauen. Ich glaube, das war auch nur so eine Sackgasse oder sowas, ne? Oder? Ja, doch, es geht schon ein bisschen weiter. Kann natürlich sein, dass wir hier dann irgendwann unter dem Haus rauskommen. Das wäre natürlich als, ich sag mal, Notausgang auch ganz schön. Ich nehme mal die Kohle mit, wenn ich dann schon hier bin. Ein bisschen Erfahrungspunkte wieder sammeln. Jetzt sind wir ja nur noch Level 17. Ah, wie viel wir da jetzt verbraten haben für... Ah, egal. Es lohnt sich ja. Und wir kriegen auch sowieso... Ach, was soll's. Also wir brauchen sowieso nicht. Was ich natürlich wirklich geil fände, wäre, wenn man neue Fähigkeiten kriegen würde. Ich habe jetzt vor kurzem, ich sag mal, ein Minecraft-ähnliches Spiel ausprobiert. Ich habe auch den Namen schon wieder vergessen. Hat mir noch nicht ganz so sehr gefallen. Also es war auch, es ist eine App, also für Smartphone. Ich muss sagen, auf dem Smartphone macht sowas auch nicht so viel Spaß. Es gab es halt kostenlos, dachte ich mir so, ach, probier's das mal aus, wie ist es? An sich sehr, sehr ähnlich, aber dann doch mehr auf dieses Adventure-Überleben-Rollenspiel gemünzt. Also es ist auch wirklich so, man hat kriegt auch Erfahrungspunkte für alles Mögliche, kriegt aber auch Missionen, kann ansonsten aber eigentlich machen, was man lustig ist. Also das ist nicht großartig viel anders. So, und dann, wo mache ich denn die Lava-Spots hin, diese Lava-Pünktchen? Also die Säule müsste eigentlich, entweder die nach vorne eins, oder die andere, nee, nach vorne geht gar nicht. Also wenn, dann muss die hier eins nach hinten, dann hauen wir die mal weg. Na komm, feine Säule. Das ist natürlich schade mit dem Kessel. Ich werde das trotzdem ausprobieren. Wie gesagt, ich weiß es ja noch nicht. Vielleicht funktioniert es ja doch. Das wäre natürlich super geil. Aber ich glaube, da habe ich wenig Chancen, dass das funktioniert. So, das muss auf jeden Fall weg. Das müssen wir dann ersetzen durch... wodurch eigentlich? Gute Frage. Nee, das muss eigentlich doch bleiben. Verdammt. Siehste. Da muss ich das hier außenrum verkleiden. Mit normalem Stein, den wir dann brennen. Habe ich den denn dabei? Ja, da ist gleich welcher. Den machen wir das doch mal fix. Ne, so hier in der Richtung ein bisschen. Genau. Dann können wir hier ein bisschen mit Erde und so noch rumwerkeln. Ah, so ein bisschen zumindest. Ja, und dann... Genau, dann machen wir hier noch mit Erde so ein bisschen rum.
Nehmen hier nochmal die Kohle vorher natürlich raus. Gucken, wo der Zombie da irgendwie herkommt. Vielleicht finden wir ihn ja jetzt. Kann ja auch sein. Obwohl ich das irgendwie nicht so ganz glaube. Der geht mir schon so lange auf den Puffer. Garstiges Biest. Ich hasse das immer, ja? Die ganze Zeit dieses so immer dieses Rumgemecker, ja? So, anstatt mal zufrieden zu sein, dass er überhaupt noch da ist und so ein bisschen die Welt genießen kann. Nein, muss er die ganze Zeit rummeckern. Naja, egal. Ich habe übrigens mal so die Tage, dachte ich mir so, ach Mensch, was lässt du dir mal so für die Zukunft einfallen? Wie gesagt, ein mysteriöses Projekt gibt es ja noch, was ab dem 1. Februar startet. Da bin ich jetzt so ein bisschen am Vorproduzieren. Gucken, dass ich das vielleicht schon komplett fertig aufgenommen kriege, bevor das losgeht. Das ist dann für mich ein bisschen zeitmäßig entspannter, denn ich muss auch echt sagen, ich bin mit diesen, also jetzt Skyrim und Minecraft, dann doch unter der Woche schon recht gut ausgelastet. Von daher, auf diese Art und Weise kann ich wenigstens nochmal so ein bisschen mehr euch unterhalten, noch ein Video zusätzlich pro Tag bieten. Also ich finde, 3 Stück ist dann auch schon ganz in Ordnung, ne? Also dafür, dass ich das wirklich nur in der Freizeit mache, passt dies auf jeden Fall. So, und ja, da habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht, ach Mensch, was könntest du denn noch machen? Und was ich ganz schön finde, ich hatte da schon mal ein, ich weiß nicht, war es als Let's Show oder Let's Test gewesen? Ich weiß es gar nicht, ich glaube, das habe ich als Let's Show aufgezogen. Da hatte ich ja Total Miner gezeigt. Und da kommt jetzt demnächst ein neues Update raus, was die Welt wohl beinahe unendlich groß macht. Und das Ganze ist ja sehr, sehr Minecraft-ähnlich für die Leute, die es sich angeguckt haben. Also in vielen Punkten schöner, muss ich sagen. Bietet halt viele andere Ansätze. Sehr interessante Ansätze, die man vielleicht auch als Minecraft-Macher übernehmen könnte. Hätte ich nichts dagegen. Naja, und jetzt mit dem neuen Update kommen halt so viele Sachen dazu. Also der Entwickler selber hat schon gesagt, das ist eigentlich, kann man das nicht als Update sehen, sondern muss es eher als Total Miner 2. Also Version, also Punkt 2 sehen. Also den zweiten Teil, den Nachfolger. Weil er hat jetzt auch über ein Jahr fast schon dran gearbeitet. Dauert halt relativ lange, wenn man das so ziemlich einsam und allein macht, ohne ein professionelles Team im Hintergrund, die einem da helfen und die es dann trotzdem nicht gebacken kriegen, eine größere Welt zu machen oder die Welt zu konvertieren, im Update beizubehalten. Weil bei ihm ist es so, die alte Welt, die wir zum Beispiel jetzt angefangen haben, im Let's Show oder Let's Test, was auch immer wir da bei Total Miner gemacht haben, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr so genau, als was das aufgezogen wurde, die können wir 1:1 so übernehmen für das neue Update. Die bleibt bestehen, die wird dann halt auch erweitert, weil die Welt ist ja da relativ klein. Und er hat gesagt, ihn stört es bei den ganzen Sandbox-Games, was halt nun mal diese Minecraft und Minecraft-ähnlichen Spiele sind, stört es immer, dass die Welten halt so begrenzt sind, von der Höhe her alleine schon. Also ist auch bei Minecraft so, dass halt die Höhe dann irgendwann mal beendet ist. Klar, man kann fast unendlich weit, also zumindest am PC, irgendwo hinlatschen. Und findet immer wieder was Neues, ein neues Gebiet, was gespawnt wird. Also die Welt ist wirklich unendlich groß. Das ist so schön eigentlich, wenn man sich erstmal überlegt, was man da alles schaffen kann. Und ihn hat das immer gestört, dass das halt an der Konsole nicht so ist oder seltenst. Und wenn dann halt auch immer ganz radikal die Höhe begrenzt ist. Und das ist jetzt alles anders. Da bin ich mal gespannt und habe schon überlegt, ob man da vielleicht parallel halt das Let's Show, was man angefangen hatte, vielleicht noch so ein bisschen erweitert und das nun, ich weiß nicht, so sagt, okay, Samstag, Sonntags gibt es halt immer das Let's Show Total Miner, wo wir halt auch so ein bisschen rumbasteln, was aufbauen zu versuchen. Denn immerhin, ganz ehrlich, das Spiel kostet, ich glaube, 240 Microsoft Points, was ungefähr 3 € sind oder 160 nur. Also es ist echt nicht die Welt, ne? Also so 2-3 € kostet das Ding auf jeden Fall nur. Und dafür, wenn das dann wirklich jetzt so gigantomalisch wird und es bietet Texturenpakete, also er hat schon die neuen HD-Texturenpakete zum Beispiel gezeigt, wo ich dann echt nur so ein bisschen sabbern dahin und mir dachte so, ja, das gefällt dir, da freust du dich schon drauf. Also bin ich selber mal ganz doll drauf gespannt, was da sich da halt einfallen lassen, der Entwickler. Hat noch nicht alles verraten, also da gibt es auch einige Überraschungen, die auf uns warten, die wir dann auch erkunden werden da, weil ich werde auf jeden Fall ein Let's Test oder vielleicht halt, wie gesagt, dieses Let's Show machen, was halt immer samstags und sonntags rauskommt dafür. Plus jetzt, weil vielleicht der eine oder andere sagt, ja, Mensch, hier, dann mach doch ein zweites Let's Play. Finde ich ein bisschen ungünstig, also ein zweites Let's Play, weil ich hatte ja auch schon drüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich zugeben, ein zweites Let's Play von einem Minecraft-ähnlichen Spiel, wo man eigentlich dann fast dasselbe macht, ja, also Sachen aufbaut und sich eine kleine Welt zurechtklöppelt
Und da, ich weiß nicht, das beißt sich so ein bisschen, weil dann macht man ja mehr oder weniger, also ich muss sagen, da bin ich nicht so Profi drin, dass ich das dann so krass voneinander trennen kann, dass ich hier mir eine Welt aufbaue und in dem anderen dann halt irgendwie komplett anders mit ganz, ganz neuen Ideen, die ich noch niemals hier gemacht habe. Gut, das Spiel ist ja anders, aber ich glaube, dazu wird es nicht kommen. Das, nee, das funktioniert nicht. Deswegen mal gucken, ich will mal hier oben kurz noch die Wolle reinsetzen. Achso, die weiße Wolle kann ich mal wegpacken. Mhm. So, die mal schön da rein und dann nehmen wir das hier mit. Also genug, wenn wir das sehen, genug von den Feuersteinen, dass wir, sag schon, also hier Pfeile machen könnten, haben wir auf jeden Fall. Bloß halt nicht genug, ja, Federn. Also wir müssten Hühner massenhaft über die Klinge springen lassen. Ich weiß bloß nicht, ob die da so begeistert von sind. Ich kann es mir nicht so ganz vorstellen. Tja. Mal gucken. So, dann ist das hier vorne auch in Ordnung, genau. Dann können wir das hier hinten auf der Seite noch fertig machen. Zumindest hier kurz die Reihe halt zu Ende bringen. Zu allzu viel mehr wird es auch nicht reichen. Genau. Naja, zwei Stück haben wir noch. Mensch, wir haben noch zwei Stück übrig. Ja, und so geht das dann auch auf. Sehr schön. Ja, perfekt, würde ich sagen, oder? Doch, wundergeil. Also brauchen wir nur noch diese Reihen hier. Ah, okay, das ist doch ganz schön viel. Wenn ich muss ich mal wieder zwischendurch nach da hinten reisen. Ich glaube, das könnten wir jetzt eigentlich nochmal machen. Wollen wir mal kurz da hinten hinreisen, so ein bisschen abwechslungsmäßig? Wahrscheinlich alle schreien jetzt so, nein, nein, nein. Und ich denke mir so, ach ja, klar, hey, ihr wollt das garantiert. Und reise dann da einfach hin. Ich weiß es noch nicht. Ich überlege mir das jetzt mal gleich. Aber erst werde ich die Lava-Dinger setzen. Da habe ich jetzt noch richtig Lust drauf. Ja, ruhig, Kuno. Ruhig, ganz ruhig. Ich bin doch da. Okay, irgendwas hatte ich ja weggepackt, was wichtig war. Genau, Steine, Steinziegeltreppen, Pflasterstein. Nö. So, passt alles. Und dann will ich doch mal schauen, wie wir das dann da vernünftig gestalten können. Oh, habe ich denn Ziegelsteine noch? Nee, natürlich nicht. Dann mache ich da gleich mal welche, dass wir das hier hinkriegen. Genau, das muss ja auch noch so ein bisschen... Ach ja, jetzt haben wir ja gerade hier draußen am Werkeln. Ich störe immer selbst meine eigene Konzentration. Das ist auch grandios. Genau. Hier dann so eine kleine Säule davor. Die wirkt natürlich jetzt überhaupt nicht, ne? Wisst ihr was, dann lassen wir einfach diese Säule hier weg. Das hat dann wenig Sinn. Das sieht, glaube ich, dann ohne besser aus, ohne diese zweite Säule. Genau. Doch, ja, so sieht's schöner aus. Und wenn dann... Genau, dann können wir hier diesen Lavapottich drauf machen, den ich erstmal noch gießen muss, weil ich will ja gucken, ob das funktioniert. Aber ich glaube nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich probiere das auch garantiert nicht in dem Haus hier aus. Denn das ist mir zu gefährlich. Nachher geht das dann irgendwie daneben und wir fackeln alles ab. Das möchte ich nicht. Sollen wir mal kurz gucken, war der Becher hier oder war das beim Eimer? Ich glaube, das war bei den Eimern. Oder? Ja, doch, hier war das. Steht denn da irgendwas in der Beschreibung? Kann mit Hilfe eines Eimers mit Wasser gefüllt werden und kann dann verwendet werden, um Glasflaschen mit Wasser zu füllen. Ich glaube, es funktioniert also nicht. Wir werden es trotzdem mal ausprobieren. Wenn nicht, das können wir auch für was anderes noch verwenden. Ist jetzt nicht so wild. Wo mache ich das denn jetzt am sichersten? Am besten hier, oder? Ja, genau. Und dann mal kurz die Lava. Nee, es geht wirklich nicht. Schade. Ach, es wäre so schön gewesen. Ah, wie immer. Leider nein. Na, was heißt wie immer? Also wir haben schon so viele tolle Sachen uns einfallen lassen. Wie immer ist es ja dann auf keinen Fall. Das packe ich erstmal hier hin. Hier haben wir ja schon die Spüle gehabt. Genau, er hat da hinten auch sein Löschding gehabt. Richtig. Ja, nehmen wir halt nochmal für irgendwas anderes. Es wird noch mehr Küchen geben, die wir basteln. Also von daher jetzt auch nicht so schade. Habe ich denn noch das Eisen dabei? Ja, ist auch ganz gut. Dann kann ich hier oben gleich das Werkzeug machen, ohne wieder runterrennen zu müssen. So, und wie machen wir das jetzt? Jetzt ist natürlich so dieses heikle Thema, sage ich mal. Wie wir das vernünftig gestalten. Also ich kann einerseits, ich mache das mal schnell, also was ich mir gerade so überlegt habe, was wir machen könnten, wäre, wenn ich den Berg so lasse, ne, also so hier ungefähr so andeute, und dann setze ich hier einfach Lava rein. So in der Art.
Das könnte man machen. Was ich jetzt auch noch überlegt hatte, wäre, dass wir links und rechts einen Lavawasserfall runterfließen lassen. Also links und rechts von der Tür oder von hier aus. Lass das mal kurz auf euch wirken, aber ich glaube hier vorne könnte man das auch machen. Wäre ich jetzt zumindest der Meinung, würde ich vielleicht die Säule noch eins weiter zurücksetzen, das dann runterfließen lassen, hier unten mit Stein ringsrum. Und da, wo jetzt hier die Säule ist, ist dann so ein Loch, wo halt die Lava reinfließt. Von oben nach unten. Ich fand die Idee gerade ziemlich cool. Oder ich mach das noch... Also ich habe es gerade überlegt, wenn ich die Säule natürlich wegnehme und ich lasse die Lava hier neben der Treppe runterfließen. Die Treppe dient als Hindernis. Das funktioniert. Und dann fließt sie links und rechts von der Treppe runter und verläuft sich dann hier so irgendwie. Ne? Das wäre auch noch so eine Alternative, die man machen könnte. Ja, es ginge auch auf der Seite hier. Ach so, hier muss man die Säule noch weg. Die böse Säule. Genau, die wir jetzt gar nicht mehr haben wollen. Garstige Säule. Ja, das hier. Oh, jetzt habe ich die Tür aufgemacht. Ja, das wollte ich zwar nicht, aber egal. So, genau. Und dann das hier noch weg, so aus optischen Gründen. Muss das einfach mit weg. Ja, sehr schön. Ist natürlich nur die Sache, es ist ziemlich gefährlich, jetzt da die Lava hinzusetzen. Weil wenn wir da irgendwie außersehen mal reinfallen, sind wir sofort in Brand geraten. Ach, ist so eine Sache, wie machen wir das? Also wenn ich die Säule zurücksetze, sieht es aber, glaube ich, besser aus. Ich mach das mal, ich setze die mal zurück. Wir probieren das jetzt mal aus. Vorher nehme ich die Lava weg, nicht, dass ich jetzt rückwärts reinstolpere. So, und dann gucken, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das ist mal wieder was anderes, was wir so ein bisschen ausprobieren. Ich habe das in der einen Zwergenstadt, die ich mal gebastelt habe, habe ich das gemacht, dass ich so eine Art Zwergenkopf gemacht habe. Es sah nicht wirklich zwergenkopfähnlich aus, also dafür hätte ich es riesig bauen müssen, dass man da einen Zwerg von erkannt hätte. Aber zumindest in meiner Fantasie kam das dem Ganzen dann doch schon recht nahe. Und ich muss sagen, sah cool aus, ja. Also es hatte was. Jetzt will ich mal überlegen, mache ich das einen zurück oder zwei zurück? Wenn ich es zwei zurück mache, wo kommen wir denn da auf? Hier. Wie ist er dann das so? Ja, geht auch. Bin ich jetzt nur gerade am überlegen, wenn die Lava jetzt hier runterfließt. Ich mach das einfach mal. Ich will gucken, ob das wirklich so gut funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Das müsste ja dann so in der Art sein, genau. Und dann muss... Die fließt hier runter. Und versickert hier. Und darf auch nirgendwo weiterfließen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier Stein... Obwohl, nee. Ja doch, eigentlich muss Stein hin. Dann nehme ich auch mal Steinziegel. Weil hier kommen ja auch welche hin. Können wir das auch gleich mal richtig machen hier an der Stelle wieder. Genau. Doch, also so muss es auf jeden Fall schon mal sein. Das darf nicht bis an die Treppe ran, das ist zu gefährlich. Wer weiß, was denn da passiert sonst. Okay, ja, das hat jetzt erstmal gereicht. Also hier müsste es dann versickern. Irgendwie. Jetzt gucken. Und auf der anderen Seite nehmen wir uns normalen hier den. Den Stein, genau. Muss das ja irgendwie dann so begrenzt werden, dass die Lava nicht nach links und rechts wegfließt. So, jetzt mal gucken, wenn ich die Lava da oben ransetze. Fließ, Lava, los, fließ. Oh nein, oh nein. Scheiße. Die fließt natürlich überall hin, aber nicht da, wo sie soll. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Ich nehme mal schnell den Wassereimer, das wird sonst gefährlich. Und schaffe mal aus dem Nichts ein bisschen... Genau, ein bisschen Steine. So, ich hoffe, das hat sich jetzt... Oh, wie weit das Wasser fließt. ja, also wir sehen, wir können mit einem einzigen Wassereimer einen riesigen, krassen Flusslauf entstehen lassen. Der auch Ewigkeiten braucht, um wieder wegzugehen. Und es dunkel werden lassen können wir auch noch nebenbei. Was mir gar nicht mehr auffällt jetzt in letzter Zeit, wo wir da mit diesem Projekt so mega beschäftigt sind. Ja, also das mit dem Lava-Lauf, das muss ich mir dann noch ein bisschen anders überlegen. Naja, vielleicht sollte ich das doch dann nicht von der Säule runterlaufen lassen. Ich muss sagen, wenn die Säule weiter hinten ist, sieht natürlich auch geil aus. Also wie weit die Lava hier gekommen ist, ne? Wenn man sich das überlegt, dass hier vorne nichts war an diesen Steinen. Haben wir jetzt, wie gesagt, aus dem Nichts einfach Steine erschaffen. Das ist ja auch ganz schön. Also eine unendliche Ressource praktisch. Sehr gut.
Ja, der Zombie ist natürlich wieder nicht happy. Ist ja auch klar, warum auch. Der ist ja eigentlich immer grumpy. Ach, schlimm. Grässlich sowas. So, wo war denn die ursprüngliche Säule? Die sieht man jetzt schon fast gar nicht mehr. Ah, genau. Uiuiuiui, also die Lava. Ist jetzt so eine Sache. Was sieht denn besser aus? Wir gucken mal kurz ein bisschen, weil ich bin jetzt am überlegen, ob ich die eins weiter zurück oder da hinten. Was meint ihr denn? Was sieht denn schöner aus, wenn es so weit zurück ist? Also das hier vorne, das auf jeden Fall sieht nicht hübsch aus. Ja, jetzt ist natürlich die Sache. So richtig entscheiden kann ich mich da nicht. Ah nee, das ist ja ganz vorne. Ja, doch, doch, doch. Nee, dann lasse ich das 2 zurück. Ich hau mal kurz die hier vorne wieder weg. Oh, du musst weg, du siehst nicht hübsch aus. Nein, warum denn? Doch, muss sein. Komm her, hier. Ne, immer fleißig weggeklöppelt. So. Oh, der war oben drauf. Aha. Irgendwas hat mich noch verletzt, oder? Nee, das war er gewesen. Fallen die einfach von da oben runter? Aha. Ah, das muss ja irgendwie hier gewesen sein. Das müssen wir mal beobachten. Nicht, dass da irgendwie was Garstiges ist. Ah, aufgepasst, ne, mein Freund? Wer weiß. So, ja, dann lasse ich das mit der Säule. Dann kommt die hier auch weg. Genau. Böse Säule, wir brauchen dich nicht mehr. Ich weiß, sie ist wieder traurig und weint so ein bisschen die Säule. Aber egal. Wir setzen sie dann woanders ein. War das? Ja, doch, das war alles. Okay, und dann, ja, hier muss ich das drüben, oh, verdammt. Ach, ich muss endlich mal hier diese Steine richtig setzen. Also das kommt hier, oh, da ist erste schon hin. Was nehmen wir an Effizienz? Ich glaube eher Haltbarkeit, ne? Ja, Effizienz brauchen wir jetzt nicht so mega krass mäßig. So, oh, Inventar fast voll und ich müsste doch, genau, ich habe noch 2 übrig, sehr schön. So in der Art. Und hier können wir eigentlich Erde hinpacken. Das Ganze so ein bisschen verkleiden. Nicht mit der hier. Genau. Aber ich will mal überlegen, ob ich das jetzt mit Erde verkleide, teilweise zumindest. So ein bisschen besser tarne. Ja. Also nur bis zum gewissen Punkt. Und dann einfach dann diesen Felsen hier so lasse, wie er ist. Weiß nicht, hier so nochmal mit Erde und dann darüber können wir dann ja alles aus Stein lassen. Wo das ziemlich duster jetzt hier ist, ne? Nee. Ach ja, hier muss noch Erde ran. Oh, fast vergessen. Ah nee, das darf eigentlich gar nicht Erde sein. Das muss eigentlich Stein sein. Ah, siehste. Hätt's wieder fast nicht geklappt. Eieiei. Damit das ja nicht auffällt, dass da die Wand drin da ist. Genau, hier muss es auch noch. Da hatte ich das hier schon aufgeschüttet. Sehr schön. Hast du gut mitgedacht, Mr. Was? Ach so, oh, ich dachte gerade, irgendwer greift uns an, aber wir verhungern einfach nur. Okay, dann fröhliches Melonenessen. Juhu! Hui. Das da oben sieht gut aus. Das müssen wir hier auch noch irgendwie mit integrieren. Wen überlegen wie? Ah, da fällt mir noch was ein, garantiert. Dass wir das vernünftig umgebaut haben dann. So, genau. Ach, endlich wieder was zu futtern. Wir brauchen auch so viel in letzter Zeit davon, ne? Sehr komisch. Okay, das ist schon mal weg. Dann muss eigentlich nur noch hier bis zum gewissen Punkt. Genau. Und dann können wir hier, gehen wir mal eins höher, würde ich sagen. Fangen wir da an. Genau. So dann in der Richtung. Ja, das sieht fast halbwegs glaubhaft aus. Ich hüpfe hier ein bisschen hoch, dass man ein bisschen Überblick hat. Überblick. Oh mein Gott. Was ist denn los heute? Ja, doch, das ist ganz in Ordnung. Da muss ich noch gucken, wenn ich von da oben aus runter gucke, dass ich hier noch kurz das ein bisschen noch verkleide. Dann ist es aber auch soweit in Ordnung. Ja, das geht. Hier noch ein bisschen Erde hinsetzen. Genau. Ja, so in der Richtung. Jetzt könnten wir eigentlich rein theoretisch das hier dicht machen, wenn wir genug Erde dabei hätten. Ja, aber es wirkt... Also ich habe das Gefühl, es könnte glaubhaft rüberkommen. Doch. Denke ich mal schon. Sowas in der Richtung, genau. Ja, doch. Das sieht sehr, sehr schön aus. Gefällt mir auf jeden Fall. Muss das hier nur noch weg. Das müssen wir halt auch noch wie auf der anderen Seite so ein bisschen anpassen. So abrunden. Ach, dass es besser zur Geltung kommt hier, das Ganze.
Das wäre sonst unschön. Gut, dann muss das hier weichen. Genauso wie das hier. Komm her hier, Stein. Verdammt. Ich brauch dich. Und du brauchst mich. Definitiv. Okay, reicht mir das schon so? Mal gucken, wenn ich das hier jetzt weghaue. Ja, gut, das hauen wir mal hier noch mit weg. Ist auch ganz schön. Es fällt jetzt zwar alles ins Wasser runter, aber ach, egal. Ja, ja. Mensch. Dann können wir das so hier weghauen. Geile Sache. Dann kommt das hier noch mehr zur Geltung. Sehr schön. Das war gut. Das war richtig gut. So muss es sein. Okay, so. Dann hier noch die ganze Erde weggeklöppelt und kann man auch von da drüben wunderbar drauf zuschauen. Also auf diesen Eingang hier, auf diesen Eingangsbereich vielmehr. Das ist genial. Muss man nur gucken. Also der Weg, die Brücke kommt ja ungefähr hier so hin. Das wird dann nur so ein schmales Ding. Was weiß ich, zwei breit würde sich ja anbieten an der Stelle. Dann haue ich das hier. Ah, nee. Verdammt dumme Idee gewesen. Das bleibt dann da. Setze ich mal kurz neu ran, bevor ich das wieder vergesse. Ich brauche auch gleich nochmal Erde, damit ich das hier vernünftig verkleiden kann. So, dann hier ungefähr hin. Ja. Wird es ein bisschen schwierig, das Ganze vernünftig zu verkleiden, habe ich gerade so überlegt. Muss mal gucken. Aber das klappt schon, denn ich würde es dann doch gerne mit Erde verkleiden wieder. So wie auf der anderen Seite halt auch. Das finde ich irgendwie ein bisschen schöner. Ja, so in der Richtung, genau. Ja. Hier kann ein bisschen Felsen bleiben. Muss auch. So, und dann kann... Ja, das hier muss weg, genau. Und ich würde mal sagen, machen wir das hier mal noch. So ein bisschen. Und den einen hier. Dann, ich glaube, dann könnte das auch gut aussehen. Den Stein nochmal reingesetzt. Genau. Ja, die Säule muss noch ran. Ist das Gesamtbild auch fertig? Und dann kann ich gleich mal schauen, ob das denn jetzt vernünftig aussieht. Aber ich glaube schon. Ja, richtigen Punkt getroffen. Sehr schön. Dann, ich würde mal sagen, hier eine Fackel. Genau, dann ist es da auch hell genug. Und hier vorne irgendwie. Ja, doch, hier vorne drauf. Und dann schauen wir uns das mal an, wie das aussieht. Ich hoffe, es sieht geil aus. Oder? Sieht es gut aus oder sieht es gut aus? Na, ja, doch, eigentlich schon, oder? Es kommt glaubhaft rüber hier an der Stelle. Alles schön abgerundet. Gut, klar, diese Ecke von dem Felsen sieht nicht so gut aus, aber lasse ich erstmal noch so, denn den ganzen Felsen umbauen möchte ich jetzt eigentlich dann nicht. Ja, doch, das gefällt mir noch, also bisher zumindest. Wer weiß, vielleicht kriege ich dann doch noch wieder den Rappel und muss es umbauen unbedingt. Aber im Moment nicht. Ich brauche jetzt aber erstmal ein paar Steinziegel. Wo haben wir sie? Hier, genau. Damit dann hier unten das wenigstens noch diesen Aufgang endlich fertig machen kann, dass man dann nicht ständig runterfällt. Okay. Oh, da ist noch einer zu viel. Aha. Habe ich dich erwischt. Du musst hier raus. Habe ich denn Erde? Nee, ich habe jetzt gar keine Erde mehr. Ja, den klaue ich kurz mit dem Block hier. Nee, den. Der ist einsam und verlassen. Das stört ihn nicht. Der war dann sowieso alleine. Also jetzt freut er sich dann wenigstens, dass er Kameraden in der Nähe hat. So kleine andere Erdblock-Kameraden. Freunde. Ja, genau. So. Türe zu. Dann zieht's auch nicht mehr so. Fensterscheibe ist ja hier schon drin. Sieht auch ganz gut aus, muss ich sagen. Gefällt mir. Und dann müssen wir uns hier drum kümmern. Ist natürlich wirklich schade, dass es nicht mittig ist. Was ich natürlich machen kann, ist, dass ich... Ah, nee, das ist doof. Ich hatte jetzt erst überlegt, ob ich vielleicht hier eine natürliche Wand einziehe. Dass es dann doch eher wieder in der Mitte ist, das Fenster. Ach, richtige Entscheidung trifft man sowieso nie eigentlich, oder? Ja, hier ist ja dann auch schon die Außenwand dann dahinter. Haha. Habe ich denn überhaupt noch Glas dabei? Nee, natürlich nicht. Und ich habe auch nichts anderes, womit wir Glas machen können im Moment. Na gut, außer den Sand hier dahinter, den wir uns noch irgendwie mal unter den Nagel reißen müssten.
Und ich sehe gerade, ey, Mensch, ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Da habe ich ja hier wieder so ein klein wenig überzogen. Es war gerade so spannend. Na gut, kommt, nehmen wir hier den Sonnenuntergang noch mit. Schauen uns das gerade, dieses Idyll an. Das fast fertige Dach da unten. Also dann, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Zogger.